Ja, das weißt einfach mäßig. Zora, du bist auch hier richtig. Also, liebe Freunde, lasst uns anfangen. Wir wollen keine Zeit verschwenden oder verlieren. Ich habe hier für euch einen Text und einen Test. Das ist ein B2-Test. Das ist ein Test. Und hier, wir sehen einen Text mit Lücken. Ein Text mit Lücken. Hier seht ihr 21, hier 22, hier 23 und so weiter und so fort. Und hier seht ihr, wir können uns hier aussuchen, zum Beispiel bei 21, passt entweder, außerdem, eigentlich, überhaupt und so weiter und so fort. Also, zuerst wollen wir erstmal schauen, ob ihr alle die Bedeutung von diesen Wörtern hier kennt. Also, zuerst haben wir hier außerdem. Außerdem. Was bedeutet außerdem? Was bedeutet außerdem? Schreibt mit, schreibt bitte mit. Auch hier, schreibt mit. Uktubul Kalimat. Außerdem hat mehrere Bedeutungen. Davon super, Kameran, Shibu, super, Ali, sehr gut. Hat unterschiedliche Bedeutung davon, fadlan an dalika, au alawatan an dalika. Sehr gut, sehr gut. Also, außerdem bedeutet fadlan an dalika, au alawatan an dalika. Dann haben wir eigentlich, eigentlich, was bedeutet eigentlich? Sehr gut, viel Waqi', sehr gut, Kamiran, Shibu, Ismail, sehr gut, sehr gut. Ja, genau, das bedeutet eigentlich, bedeutet viel Waqi', viel Waqi'. Dann haben wir hier überhaupt. Was bedeutet überhaupt? Überhaupt. Sehr gut. Oktubu, Oktubu. Immer mitschreiben, immer mitschreiben. Überhaupt bedeutet aslan, itlaqan, umumen. Und wenn ihr habt zum Beispiel ein Wort oder einen Satz und dort steht überhaupt nicht, überhaupt nicht bedeutet la mutlaqan, la abadan, la bilmarra. Idan, kanet überhaupt und hier daneben ist nicht bedeutet abadan, mutlaqan, la bilmarra. Überhaupt nicht. Super. Dann haben wir hier das Wort über. Übersetzen. Übersetzen. Was bedeutet übersetzen? Übersetzen ganz einfach. Fi'l. Yutarjimu. 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 Übersetzen. Dann haben wir überstehen. Überstehen. Was bedeutet überstehen? Überstehen hat unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel, تعني اجتاز. اجتاز. عندما تجتاز شيئا ما. Überstehen. Zum Beispiel, ich habe diese Hürde überstanden. يعني أنا استطعت أن أتجاوز هذه الحجرة التي أو هذه المشكل الذي كان عندي. überstehen. نجا أيضا عندها معنى نجا ينجو. überstehen. أو شفي عندما يكون شخص مريض
شخص مريض وتقول له دو هاست كريبس اوباشتن اوباشتندن، يعني انت تجاوزت مرض السرطان. يعني اوباشتين هو ايضا فعل تجاوز. عندنا ايضا اوباتراجن، Wir haben hier übertragen. Was bedeutet übertragen? Übertragen hat auch eine Bedeutung wie حوّلَ، حوّلَ يحوّلُ أو نقلَ ينقلُ. Übertragen، übertragen. Dann haben wir ganz، ganz يعني شيء كامل. جنس كامل، كل شيء. جنس كل. Dann haben wir recht يعني صح، صح. مثلا du hast recht، أنت على صح، صح. recht. Dann haben wir hier zwar، zwar. zwar hat auch unterschiedliche Meinungen، unterschiedliche Bedeutungen، مجموعة من المعاني. مثلا تتكلم تو زاكس تسفار وآبا، يعني صحيح ولكن، صحيح ولكن. أو بالكاد طبعا مثل صحيح ولكن، أو أي، أي. أو عندما يتكلم الشخص wenn du zum Beispiel über irgendwas redest und du sagst und zwar bedeutet ألا وهو أو ألا وهي und zwar أو بالكاد. نعم علي، عندها مجموعة من المعاني. كلكم يعرف euch أنتم، زيش أو أنس نحن. زيش يعني هو أو هم، هذا على حسب. دائما انتبهوا، هي مست إما أوف باسن استس، هي أكوزاتيف داتيف أنزو فايتا نوميناتيف جينيتيف أندات زيش أليس. Was haben wir denn noch hier? Wir haben dann er, es, man, kennt man. Man bedeutet شخص. Man bedeutet شخص. Das كانت يدا فالس، لو، لو. اوب ايدا، اوب ايدا يعني اوب، اوب. سوف تأتي ايضا هناك في النص، يعني zum Beispiel ich weiß es nicht ob wir morgen nach Hamburg fahren. انا لا اعرف هل غدا سوف نسافر الى هامبورغ. عندنا أيضا هنا حروف الجر. أوف عندها مجموعة من المعاني مثل فوق، على، إلى آخره. فيغ عندها أيضا ذات أو unterschiedliche Bedeutungen wie zum Beispiel für، pour، for، li، in، هي، في. Was haben wir dann noch hier für Wörter? Wir haben der, dann dessen und seiner. Der هو الأرتيكل ال، ال بالمذكر. Dessen نستعملها في الجينيتيف. Wir benutzen dessen im Genitiv. Und das ist der Genitivform von der. Oder das im Genitivform, wenn man über irgendwas redet, zum Beispiel mein Freund, dessen Hilfe, سوف نتطرق إليها فيما بعد. Seine, wir wissen, seine يعني شيء خاص به. Sehr gut, Basil. Ja, Basil. Ja, Zainab. Munir, gut. Neiruz, gut. زينب زابود، زابود. إما ميتش خايبن. Dann haben wir hier unternehmen، unternehmen، unternehmen hat auch unterschiedliche Bedeutungen. مثلا فعل نقضي، نقضي مع بعض. Wollen wir
am Wochenende was unternehmen? هل نرغب أن نعمل شيئاً في نهاية الأسبوع؟ Was wollen wir heute Abend unternehmen? ماذا نريد أن نعمل أن نبذل أن نقوم به هذا المساء؟ Verbringen نقضي Verbringen Ich verbringe gern Zeit mit euch أنا يعني أقضي بكل سرور الوقت معكم Verbringen Verplanen Planen هو عندما نقوم بالتخطيط التخطيط planen لكن verplanen يعني سوف يعني نخطط عندها مجموعة من المعاني عندها خارجة عن التخطيط فشل التخطيط أو سوف نقوم ب يعني التخطيط يعني ب ب ب ب ب ب ب ب wie sagt man das Wir können unsere Zeit noch verplanen oder ich habe meine Zeit verplant. يعني أنا ضيعت تخطيطي يعني حصلت خلبطة في التخطيط يعني خلبطة أيضا حصلت في التخطيط هنا verplanen سوف نتطرق إليها فيما بعد دان عندنا بشتمت هو شيء حتمي بالتأكيد حتما أو محددا دوخ بطبيعة الحال وعندنا أيضا زشة يعني دوخ هو إما بطبيعة الحال أو أيضا يوجد هناك لكن كان من أوخ نوخ زاغن ونفيهابن زشة بكل تأكيد زاغود لي بفخوندو Okay, wir machen weiter, liebe Freunde. Und zwar, ich habe für euch hier einen Test, einen schönen Text, aber auch ein richtiger B2-Test. Hier, ein Brief. Dieser Brief hat dann Andrea geschrieben. Andrea? Hat es an Daniela geschrieben. Sie hat gesagt, liebe Daniela, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben. Was kommt hier? Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn dann wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben. Was kommt hier bei 21? Was haben wir? Kommt. Außerdem, eigentlich oder überhaupt? Was kommt? Außerdem, eigentlich, überhaupt? Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn Mohammed يقول eigentlich Kameran يقول eigentlich Qasim eigentlich Munir sagt überhaupt eigentlich na was kommt denn Sagen wir hier, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn überhaupt wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben. Auch Nakul, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn eigentlich wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben. Sehr gut, liebe Freunde, hier kommt eigentlich. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen. يعني أنا النبني ضميري schlechtes gewissen
تأنيب الضمير، يعني أنا يؤنبني ضميري. جيفيسن هو الضمير، داس جيفيسن، شلشتس جيفيسن ضمير يؤنب، يعني ضميري سيء. أوكي؟ إيش هاب شون أين جانس شلشتس جيفيسن دن أيجنتليش دن أيجنتليش زي أقول لي بفخولي أيجنتليش هي الصحيحة دن لأنه في الواقع فولتش دي فوت سباي مو ناتنش خايب لأنه في الواقع كنت حابب أن أكتب لك قبل شهرين. أوكي يتسكم ماخن في فايتا أبا دو فايستيا في داس إست wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, hat überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Alles dreht sich nur noch ums Lernen. Was kommt hier? Ich werde die erstmal hier bei mir schreiben. Wir haben zur Auswahl. Hier, wir haben zur Auswahl. Er, es und man. Er, es und man. Also, wo waren wir? Wir waren hier. Also, was sagen wir eigentlich? Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet. Hat, was sagen wir? Hat er überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys? Oder hat es überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys? Oder hat man überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Alles dreht sich nur ums Lernen. Okay, ich bin gespannt. ركزوا ركزوا هنا تتحدث هي عن نفسها. Sie redet über sich selbst. Sie redet über sich selbst. هي تتحدث عن نفسها. Sie redet über sich selbst. Sehr gut, sehr gut يوسف, sehr gut محمود. ممدوح. Mann, Mann. Aber du weißt ja, wie das ist. يعني أنت تعرفين كيف هو الأمر. Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet. عندما يكون الشخص يستعد للاختبار. Hat man überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. لا يكون للشخص. ليس لا يكون هو أو ليس لا يكون للجمال. لا يكون للإنسان. لا يكون للشخص. Hat man überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. يعني لا يكون للمرء، لا يكون للإنسان، لا يكون للشخص أبدا وقت للهوبي، هي الهوبيز يعني الهوايات. Alles dreht sich nur ums Lernen. كل شيء يدور حول الدراسة. دغين زيش دغين فعل زيش دغين يدور. Alles dreht sich. كل شيء يدور. Nur noch ums Leben. كل شيء يدور فقط حول الدراسة. أحسنت خالد. Sehr gut بشار. ميس. نزها sehr gut. Perfekt. Dann machen wir weiter, liebe Freunde. Was haben wir denn hier? Wir sind hier. Nun habe ich es aber geschafft. Gestern war die Prüfung. Und ich bin zuversichtlich, dass ich sie bestanden habe. Mein Freund, mit Hilfe ist mir überhaupt nur möglich war, diese Zeit zu hat mich für heute Abend in ein tolles Restaurant gebracht. سوف نكمل. لا خلينا نبقى في رقم 23. Wir bleiben erstmal hier. Nun habe ich es aber geschafft. Gestern war die Prüfung und ich war die Prüfung und ich bin zuversichtlich, dass ich sie bestanden habe. Mein Freund mit ماذا؟ رقم 23.
Was sagen wir, was gibt es bei 23 mit? Wir haben der, wir haben dessen und wir haben seiner. Einer, entweder der, dessen oder seiner. Auch. Nun habe ich es aber geschafft. Gestern war die Prüfung und ich bin zuversichtlich, dass ich sie bestanden habe. Mein Freund mit der Hilfe ist mir überhaupt da 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 da. Oder mein Freund mit diesen Hilfe ist mir überhaupt. Oder mein Freund mit seiner Hilfe ist mir überhaupt nur möglich war. Sehr, sehr gut, Osman. Sehr gut, Memduh. Sehr gut, Kinan. Sehr gut. Nie Bashar. Sehr gut, Khalid Rahma. Sehr gut, Zainab. Sehr gut, Mays. Kamiran falsch, leider. Akram falsch. Nee, nee. Nee, hier ist kein Dativ. Viele denken, hier ist Dativ, aber hier ist kein Dativ. Mohammed Debushi ist auch kein Dativ. Amin kein Dativ, kein Dativ. Bushra kein Dativ, Aziz kein Dativ. Nairuz nie. Mohammed nie. Khalid, ja, sehr gut, Khalid. Also super. Mit diesen Hilfe oder mit diesen Hilfe ist mir überhaupt nur möglich war. Wir haben hier Asdiqa Interview. Interview. Hier haben wir mein Freund. Und hier haben wir Fasila. وهنا عندنا جينيتيف يا أحبائي، راجعوا الجينيتيف، شاهدوا الفيديو الذي قدمته على الجينيتيف أرجوكم. سوف نقوم بالجراماتيك. Ich werde für euch auch mal Grammatik machen. Keine Angst, keine Angst. Okay? Wir machen jetzt weiter. Es ist kein Problem. Diese ganze Zeit zu. 24. Was gibt es bei 24? Wir haben zu übersetzen. Hier 24. Oder zu überstehen. Oder zu übertragen. Also. Mit diesen Hilfe ist mir überhaupt nur möglich war. Yani, nun habe ich es aber geschafft. Al-an, ich teste. Geschafft, mit Fe'l schaffen, ich teste. War die Prüfung. Und bin zuversichtlich. Was bedeutet zuversichtlich? Yani, ana, ala, ala wutuq. Watiq mutmain. Zuversichtlich. Yani, ana watiqa, ana mutmainna. Zuversichtlich. Das ich sie bestanden habe, wie أني نجحت في الاختبار. Mein Freund, صديقي, mit بمساعدته, überhaupt, يعني überhaupt, يعني فقط بمساعدته استطعت أن أنجح, يعني أن أجتاز هذه الفترة, هذا الوقت, die ganze Zeit. Und hier, was kommt hier? Bei 24? يعني هي اجتازت المرحلة، ما هي اجتاز؟ يجتاز. لا يا لا يا عثمان، لا يا لا يا ميس. لماذا؟ أحسنت محمود. أحسنت محمود، أحسنت زينب. تو überstehen، überstehen، sehr gut. zu überstehen يعني كل يعني هي بمساعدة صديقها فقط استطاعت أن تجتاز هذه المرحلة. اسمي überhaupt nur möglich war diese ganze Zeit zu überstehen يعني أنها اجتازت هذه المرحلة. hat mich für heute Abend in ein tolles Restaurant eingeladen, danach gehen wir auch noch tanzen. يعني هو ساعدها كي تقدر أحسنت عثمان، نعم عثمان. استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة. Wir machen weiter. In deinem letzten Brief hast du mich gefragt. Ich Lust hätte,
mit dir zusammen ein Wochenende in London zu verbringen. 25. Nummer 25. Wir haben das, falls oder ob. Das, falls oder ob. Okay. In deinem letzten Brief hast du mich gefragt, dass ich Lust hätte, falls ich Lust hätte oder ob ich Lust hätte. Ha, Jasmin, sehr gut. Sehr gut, Furat. Sehr gut, Mohammed. Sehr gut, Hassan. Sehr gut, Sena. Sehr gut, Ibrahim. Sehr gut, Dr. Mohammed. Sehr gut, Neiru. Sehr gut, Khalid. Khalid, Khata, Mazin. Sehr gut, Usman. Sehr gut, Alan. Perfekt. Ob. Ob. Yani, in deinem letzten Brief hast du mich gefragt, ob هل ob ich Lust hätte, هل عندي رغبة, هل عندي رغبة, Lust, هل عندي رغبة معك أن نقضي عطلة نهاية الأسبوع بلندن. Natürlich habe ich Lust. بكل تأكيد أنا عندي الرغبة. Nach dem ganzen Stress der letzten Wochen finde ich es super, mal ein paar Tage lang mit einer Freundin etwas Tolles zu, bei 26, unternehmen, verbringen, verplanen, unternehmen, verbringen, oder verplanen. Was macht man zusammen? Was macht man mit den Freunden? Ha? Sehr gut, Mohammed Ahmed. Sehr gut, Ala. Sehr gut, Shirin. Unternehmen. Unternehmen. Mal ein paar Tage lang mit einer Freundin etwas Tolles zu unternehmen. London ist eine wunderbare Stadt. London ist eine wunderbare Stadt. Ich habe schon viele Berichte darüber gelesen. Berichte kommt von Bericht. Bericht, yani Bericht, yani تقرير أو نشرة. Der Bericht und Berichte تقارير, yani هي شافت كثير من التقارير على لندن. Darüber gelesen, yani قرأت عنها. Ich würde mich, 27, besonderes, 28, die Tate Gallery und das Filmmuseum interessieren. Was kommt bei 27 und was kommt bei 28? Was haben wir hier zur Auswahl? Also, bei 27 haben wir entweder ganz, recht, zwar. Und dann haben wir bei 28 auf, für oder in. Okay. Also, hier, liebe Freunde. Ich würde mich. Sehr gut, Shirin. Perfekt, Mohammed Ahmed. Perfekt, Hilal. Usman, leider falsch. Furat, sehr gut. Mohammed, ja, gut auch. Samir, gut. Ibrahim, gut. Khalid, gut. Mudar, zweite, ja, genau, Mudar, falsch. Sana, ganz super, super, ja, super. Perfekt, ganz viel, super. Er hat das perfekt gemacht. Ich werde mich ganz besonderes für die Tate Gallery und das Filmmuseum interessieren. Yani, أنا سوف أفرح بكل سرور من أجلي. Besonderes, يعني بشكل كبير. Okay, wir haben nur noch zwei und dann sind wir fertig. Mach einfach ein paar Vorschläge, wenn du Zeit hast.
Bei 29 haben wir bestimmt, doch, auch, sicher. Madana Pool. Was sagen wir hier? Mach doch, auch mach sicher, auch mach bestimmt. Osman, nicht weinen, sag mal die Antwort. Shahin, gut. Sehr gut, Mohammed, Hasso. Ja, Bashar. Hilal Ali, sehr gut. Khalid Rahma, sehr gut. Mohammed, sehr gut. Yasmin, sehr gut. Khalid, sehr gut. Firas, falsch leider. Mach doch. Sehr gut, Bashar. عثمان يا جود بيشتيم بيرفكت مخدوخ يعني اعملي فقط اعملي فقط مخدوخ اينفخ اين با فورشليغ فورشلاغ هو اقتراح دير فورشلاغ فورشليغ اقتراحات يعني اعملي فقط بعض الاقتراحات فينتو تسايت هاست عندما يكون عندك الوقت ايش بنزيشا داس فير اوف اين ووخنند اينيجن كنن ماذا نقول؟ Was sagen wir? Dass wir euch, dass wir sich, أو dass wir uns. Sehr gut, Mohammed Ahmed. Sehr gut, Mohammed Hassou. Sehr gut, Shirin. Sehr gut, Kava Isra. Sehr gut, Nairouz. Sehr gut, Jasmin. Sehr gut, Imad. Sehr gut, Osman. Wo sind die anderen? Eine Lgaqiyya. Sehr gut, Sana. Perfekt, liebe Freunde. Ihr habt das gut gemacht, dass wir uns nachher auf ein Wochenende einigen können. Einigen نتفق in der Zwischenzeit. Zwischenzeit هو الوقت بين تلك الفترة أو في هذه الأثناء أو الوقت الذي بين الآن إلى أن نسافر in der Zwischenzeit druck ich schon mal ein paar Angebote aus dem Internet aus ausdrücken يطبع سوف تطبع بعض العروض من الإنترنت أنجبوت العروض preiswerte Flüge يعني طائرات مناسبة الثمن preiswerte مناسبة ein schönes und günstiges Hotel für uns und so weiter. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Brief. Herzliche Grüße, deine Andrea. Er war super, liebe Freunde. Ich werde es nochmal für euch lesen, vorlesen. Also, liebe Freunde, wir haben, liebe Daniela, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn eigentlich wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben, aber du weißt ja, wie das ist. Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, hat man überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Alles dreht sich nur noch ums Lernen. Nun habe ich es aber geschafft. Gestern war die Prüfung und ich bin zuversichtlich, dass ich sie bestanden habe. Mein Freund, mit diesen Hilfe ist mir überhaupt nur möglich war, die ganze Zeit zu überstehen, hat mich für heute Abend in ein tolles Restaurant eingeladen. Danach gehen wir auch noch tanzen. Ja. In deinen letzten Brief hast du mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit dir zusammen ein Wochenende in London zu verbringen. Natürlich habe ich Lust. Nach dem ganzen Stress der letzten Wochen finde ich es super,
mal ein paar Tage lang mit einer Freundin etwas Tolles zu unternehmen. London ist eine wunderbare Stadt. Ich habe schon viele Berichte darüber gelesen. Ich würde mich ganz besonders für die Tate Gallery und das Filmmuseum interessieren. Mach doch einfach ein paar Vorschläge, wenn du Zeit hast. Ich bin sicher, dass wir uns auf ein Wochenende einigen können. In der Zwischenzeit drücke ich schon mal ein paar Angebote aus dem Internet aus. Preiswerte Flüge, ein schönes und günstiges Hotel für uns und so weiter. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Brief. Herzliche Grüße, deine Andrea. Super, liebe Freunde, wir sind fertig. Jetzt sagt mir euer Meinung. Sagt mir euer Meinung, liebe Freunde. Wie habt ihr unser Lektion gefunden? كيف وجدتم درس هذا اليوم؟ B2. Heute haben wir B2 gemacht. War gut, liebe Freunde, oder war es einfach? Habt ihr was Neues gelernt? Welche Wörter habt ihr heute neu gelernt und zum ersten Mal gehört? Keine Angst, liebe Freunde, keine Angst, keine Angst. Super, super. Danke, Karim, Kameran. Danke, Mohammed. Danke, El Farhi. Danke Sana, danke Nairuz, danke Tarek, danke Imad, danke Osman, danke Dia. Farida sagt Saab. Nein, nein, Farida, kein Problem. Kein Problem. Aller Anfang ist schwer. Alle Anfang ist schwer. Kullu bidayatin takunu Saaba. Super, liebe Freunde. Ich freue mich. Danke, Mohammed Al-Agati. Ich dich auch. Babika hat Angst vor C1-Prüfung. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Liebe Freunde, versucht jeden Tag 1 oder 2 Stunden für die deutsche Sprache zu investieren. Und er braucht keine Angst zu haben. Aber, liebe Freunde, morgen, was machen wir morgen? Ich habe überlegt, morgen B1 zu machen. Und am Mittwoch machen wir A2. Morgen machen wir B1 für die B1-Leute. Aber ihr seid auch herzlich willkommen, morgen unser Livestream zu sehen, wie immer um 20.30 Uhr. Das bedeutet um 8:30. Sehr gut. Nairuz, A2 machen wir am Mittwoch, okay? A2, na'maluhu yawm al-arbi'a. A2 machen wir am Mittwoch und morgen machen wir B1. Super, perfekt. Dann sehen wir uns morgen und morgen machen wir B1. Am Mittwoch machen wir A2. Und so können wir machen, jedes Mal machen wir ein Sprachniveau. Irgendwann machen wir auch C1, C2, dann nochmal B2, A2 und so weiter und so fort. Super, liebe Freunde, wann morgen um 20.30 Uhr, okay? التامنة والنصف, 8:30. غدا التامنة والنصف نعمل البي 1 ويوم الأربعاء التامنة والنصف نعمل الأ 2. ونخصص كل بث مباشر لفقرة معينة لنيفو معين.
Super, liebe Freunde, ich bedanke mich herzlich bei euch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, gute Nacht und bis morgen. Und morgen machen wir B1. Seid pünktlich, okay? Super. Tschüss, liebe Freunde, und bis morgen, liebe Freunde. Tschüss.